wir hier jetzt wieder Stunde zurück machen? Wie meinst du denn das? Ja, ich komme ja gar nicht so richtig klar. Warte. So. So, Sandri, was machen wir heute? Heute machen wir Porsche. Da braucht man eine Aufbereitung hier, oder? Porsche. 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 So, mein Schatzi. Ich freue mich einmal, dass du in den ganzen Themen mit drin bist, was wir machen. Ich mache mal kurz die Kamera aus, oder? Das ist ein schönes Auto. Das Ding muss halt auf den Boden runter. Ne? Das muss auf den Keller. Komplett im Keller. Also meine. So markant in tief, ja, da würde mir auch gut gefallen. Aber auf Luft dann. Luft. Grüße gehen raus an Robert. Denke ich. So, genau. Feini. Schatz, was haben wir für ein Auto? Wir haben heute einen Porsche Macan. Was für ein Modell, genau. Habe ich gerade dir angezeigt im Radio. Hab ich gar nicht geguckt. Hab ich gar nicht geguckt, Scheiße. Hab ich nie gesehen. Übernimmst du? Macan Diesel, es ist das. Okay. Wunderschönes Auto. Gefällt genau. Mir gut. Hallo Teddy. Machen wir noch ein schönes an dem Auto? Stufe 1 Motor und Getriebe. Wir machen wieder wie euch, für euch. Wir machen wieder ein paar Zeiten messen. Ne? Stell das Auto mal so vor. Für alle, die für so ein Ding Bock haben. Das Ding ist echt hallo schick, ne? Ja. Ja, wird mir reichen. Das sagst du bei jedem Auto mittlerweile. Was haben die Serienleistung, Thomas? 258 PS. 258. Okay. Das ist schon ein bisschen Orientierung am Wegen. Schätzen dann. Genau. Also ein bisschen mehr wie im VAG-Brei. Also VAG-Brei, das ist ja auch nicht anders hier. Naja. Hart gesagt, ne? Naja. Halt. Ja. Und ja, aber ein bisschen mehr wie ein A6, ein A4 oder sowas in der Richtung. Ne? Hier geht auch ein Stück mehr. Okay. Ich sehe das Mühe. Gucken wir mal. Denke ich. Bin gespannt. Was haben wir sonst noch? 7-Gang DSG, das ist ein ganz normales DSG, also ein DL501, zweite Generation. Wie wir es im A6 kennen, wie wir es im A7 kennen, wie wir es im A5 kennen, wie wir es im A4 kennen, wie wir es im vielen weiteren Modellen. Bla. Bla. Genau. So. Wie bei dem Video von Porsche, das kennst du den? Ich sehe es, alles gut. Ja, wir haben Platz. Ja, jetzt quält er sich noch. Alter Schwede. Na, Gudi. Was hören wir? 200. Das andere macht komische Geräusche. Hinter ist mit mehr Drängeln. Kannst ab. Bricht mein Auto. Mein Auto braucht man dazu. Steht denn da mein Schatzi? Wir haben jetzt eine 28,2. Oh, und einen Slope von 0,61. Hoch, runter? Plus. Ja, meine 26 oder was? War gar nicht so schlecht. Was hast du gesagt? 625? 26 Slope und noch was. Ja, eine Rennen brauchen wir ja nie versuchen. Weißt du warum? Wie lange war denn die Strecke? War locker ein Kilometer, oder? Das war ja locker. 1279 Meter. 1,2 Kilometer haben wir gebraucht. Was brauchen wir von S1? Um die 230 Meter drin. Ach, doch, mal gucken, das ist die Beste. Wo hat man einen Kilometer? Ganzer Kilometer? Ist echt heftig. Guti, aber vom Prüfstand? Eingangsmessung? Ausgangsmessung? Zeitenfahrt. So, was haben wir gerade? Wir haben gerade gemessen. Das war erstmal. Sandro, wo läufst du hin? Ich weiß nicht. Also, wir haben gerade Eingangsmessung gemacht vom Porsche. 250 PS und 543 Newton EWG. Tagesleistung war es ein bisschen mehr. Da haben wir 252, 253 PS und 549 Newton. Also, ein Stück
Wöllinger Leistung. Drehmoment, glaube ich, passt aber, ne? Ja. Was haben die Serie? 550, glaube ich? 550, glaube ich, ja. Das passt. Leistung ein bisschen wöhnischer. Wir haben schon mit dem Kunden mal Rücksprache gehalten gehabt. Das ist ein Auto, das fährt viel in der Stadt. Das kann natürlich Partikelfilterbeladung zum Thema sein. Ne? Wir gucken, was wir rauskriegen. Und ich bin trotzdem guter Dinge. Danke. Sandro, viel Spaß. Guck mal her, mein Schatzi. Hier, Abgas EGT-Limit, sind wir hier bei 865. Ja. Und dann versucht er sich, sag ich mal, versucht er seine Leistung oder die Abgastemperatur zu minimieren, nimmt halt massiv Einspritzung raus. Ja. Massivst. So, dann kriegt er seine Abgastemperatur wieder hin, hier. 840. Steigt sie wieder an, 880, 890. Oh, ist viel zu viel. Und dann versucht er sich, sag ich mal, so ein Einspritzplateau zu bauen, ne? Okay. Das ist aber auch super. Ich weiß gar nicht, warum das hier gerade so schön scheiße markiert. Können wir das einer sagen, warum? Jetzt. Ja. Warte. Mein fetter Bauch ist das. Das ist mein Fetti. Guck mal, hier haben wir schon eine Einspritzmenge gleich sehen. Siehst du das? Ja, wir fahren halt 85 Milligramm anladen. So. Zu heiß. Dann sagt die Motorsteuerung, wir kriegen dich nur kalt, indem wir die Einspritzung rausnehmen. Okay. So, zack. Fällt er auf 65 Milligramm. Genau, 20 Milligramm nimmt er zurück. Also immens viel. So, und dann versucht er die Leistung wieder aufzubauen und stellt fest, Und dann siehst du, versucht das Motorsteuer schon ein bisschen auszuregeln. Ja, ja. Aber es ist alles zu viel. Alles noch zu viel für den. Da müssen wir jetzt sachter rangehen. Okay. Genau. Hintergrund kann immer sein, eigentlich ist meistens der Partikelfilter das Problem. Ne? Okay. Gerade bei dem bisschen Leistung, das sind 605 Newtonmeter und 271 PS. Ist nichts. Nein. Ist wirklich nichts, leider. Okay. Deswegen haben wir vielleicht schon die Eingangsmessung ein bisschen so schwächer. Hätte man mitloggen sollen. Aber ich mache das Beste draus jetzt. Ich denke, es wird auf der Straße deutlich besser draußen fahren, weil Tremmen ist doch nicht zu ersetzen. Ne? Ja, das stimmt. Tremmen. Ja. Hallo. Ich muss den Schaltzug anlegen. Hi. So, guck mal. Da lockt hier natürlich schon ein bisschen geiler aus wie vorher, ne? Guck mal, vorher. Ja. Nachher? Ja. So, wir laufen immer noch in unser Limit rein. Aber guck mal, wie schön das jetzt ausregelt, ne? Siehst du das, wie schön das das macht? Ja, ja. So, stelle ich mir das vor. Wie sieht's aus? Versuch Nummer 3. Machen wir das aus. Ja. Air Intake. Siehst du, wie schön sich das regelt, ja? Ja. Die geile Maus. Ja. 850. Guck mal, wir fahren jetzt im Peak oben 854 Grad. Ja, aber das sieht gut aus. Wir lassen das so, das ist safe. Das ist safe. Lassen wir so. Ergebnis ist mittlerweile auch geil. Ja. Lange gewurschtelt gerade. Wir haben jetzt, Sandro, 309. Genau. 309,2 und 652 Newton. Ja. Dann gucken wir mal ganz kurz. Ja, das. Ich gucke mal kurz Lambda. Lambda, guck mal, wir müssen ungefähr so um die 1,1 sein. 1,1, 1,1, 1,08, 1,09, 1,07, 1,08, 1,1, 1,1, 1,1, 1,1, 1,1, 1,1, 1,1, 1,1 und oben raus haben wir Luftüberschuss. Weil hier, weißt du, warum wir jetzt hier Luftüberschuss haben, Schatz? Nee, ne? Nee. Weil Lambda, guck mal, ab dem Bauteileschutz, ja. Wir fahren Abgastemperatur an den Bauteileschutz oder unter Limitierung, ja. Nimmt der uns die Einspritzung weg und wir haben dann quasi mehr Luft als Kraftstoff. Deswegen fahren wir dann einen deutlichen Luftüberschuss. Siehst du das? Ja, ja. Hier, Lambda. Alles immer über 1,2. Krass. Und unten raus fahren wir 1,1. Das passt. Fazit, was haben wir gerade gesagt? Es läuft nie immer alles so, wie man sich das vorstellt. Ne? Genau. Auch ganz normale Stufe 1, wie man sieht. Mal drauf spielen und wird schon gehen. Das ist es nie. Das ist es im seltensten Fall. Und ich bin glücklich jetzt. Sieht gut aus, vielen Dank. Genau, drei Versionen gebraucht und gut. Ja. Ich denke, das ist annehmbar. Getriebe ist schon mit drauf. Wir gehen auf die Straße und tun das Ergebnis jetzt in Zeiten widerspiegeln, denke ich. Auf geht's, oder? Bis gleich. Gut.
hier. Das haben wir denn oft genug gequält, die Maus. Nehmen wir als Endrotlein. Nein. Wir sind zurück von der Autobahn. 100-200 sind wir gerade gefahren. 21,5. Slope minus 0,13. Okay. Fresst mich bitte nicht auf. Das korrigieren wir jetzt mal nicht. Genau. Nochmal zum Fazit so. Also was auf jeden Fall krass ist, das Ding oben raus, so ab 108, quält sich der kleine 300 TDI, muss man schon mal so sagen. Aber was man auch sagen muss, das Auto ist jetzt vom Durchzug halt bis dahin echt gut. Echt gut und krass guter Vergleich nochmal zu vorher. Also wir sind 5 Sekunden schneller. 100-200 wie zur Serie. Und Sandro hat es auch schon gerade gesagt, das Ding puncht noch nicht. Jetzt, geil. Ja. Jetzt puncht das in der Mitte noch schön. Ja. Eigentlich das, was es so, das was Spaß macht. Ja. Na, für hohe Geschwindigkeiten, ja. Ja, ist nicht der richtige Motor drin. Mhm. Ja, kostet ein bisschen mehr Leistung. Ja. Aber ansonsten bin zufrieden, Getriebe schaltet geil. An sich ein schönes Auto, Macan. Mhm. Mhm. Auf jeden Fall. Hat das Andro schon wieder gesagt. Hat er auch schon mal geguckt nach bei Autos. Ja. Mobile, was hast du geguckt? Mobile. Mobile. Die sind schön, die Autos, ne? In dem Sinne, meine Hasen? Ja. Was soll ich sagen jetzt? Ich bin voll raus. Ich musste gerade lenken. Was musstest du? Kurven. Kurft. Okay, dann in diesem Sinne. Bye-bye. Bye-bye. Ciao, ciao.